Ich grüße euch, Freunde, bei meiner Tipps und Tricks Serie. Und heute möchte ich euch einmal einen kleinen Quick-Tipp zeigen, wie man einen Rucksack richtig anlegt. Und da darf auch ruhig auch extrem schwer sein. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ja, ich habe heute zwar nur meinen kleinen mit dabei, aber ich kann euch garantieren, das funktioniert auch mit 20 und 25 Kilo Rucksäcken. Ja, es gibt manche, die haben halt gezeigt, man stellt sich den hier aufs Bein und schlüpft halt hier durch und schupft sich den dann so rüber. Ja, Freunde, da muss sein ein Hörtnagel oder ein Stämmer oder sonst was, der was einen 20, 25 Kilo Rucksack so aufbringt. Das ist nicht einfach. Ich zeige euch jetzt einen Trick. Und zwar kommt er aus dem Dachbereich. Denn wenn man Pressluftflaschen anlegt, die man am Rücken trägt, gibt man die so sicher nie am Rücken. So, und jetzt zeige ich euch, wie einfach das funktionieren kann. Ihr könnt ihn ruhig am Boden stellen, ist es egal wo. Ihr stellt euch den Rucksack vor euch hin. Schlürft hier durch, dass ihr die Träger drauf habt, umfasst den Rucksack hinten und mit einem Ruck ist das ganze Teil am Rücken. Das kann man natürlich auch langsamer machen oder man lässt ihn ganz durch oder auf den Rücken fallen. Aber Freunde, so ist doch das viel einfacher und ich schwöre euch das, das geht mit einem 25 Kilo Rucksack genauso, denn die Pressluftflaschen von Tauchen, wenn das eine doppelte oder eine dreifache ist, haben die locker 25 Kilo. Also hier noch einmal, eine Hand durch, die zweite durch und umfasst den Rucksack hier hinten. Und mit einem Schwung, ho ruck, ist das Teil am Rücken. Jo Freunde, ich hoffe, das kleine Beispiel hat euch etwas geholfen. Probiert es ruhig aus. Wie gesagt, das funktioniert sicher mit schweren Rucksäcken auch genauso wie mit den kleinen. Und in dem Sinn sage ich wieder mal, danke fürs Zuschauen. Ciao und Baba.